11 Uhr nachts im Harz. Einsatz für die Retterkollegen Chris und Manuel. Offenbar ist jemand im Dunkeln gestolpert. Gemeldet ist ein Trauma leicht. Jetzt in diesem Fall ein Sturz wahrscheinlich und eine Oberschenkel-Halsfraktur soll ausgeschlossen werden. Jo, jetzt fahren wir dahin. Versuchen erst mal rauszubekommen, was das Problem ist. Der Patient ist in diesem Fall eine alte Dame, die zu später Stunde noch erstaunlich munter ist. Mit schmerzhaften Folgen. Hallo, schönen guten Abend. Um wen geht's denn? Um mich. Da hinten oder wie? Nee, nehmen Sie hier Platz. Fassen Sie mal hier an. Das ist ja witzig, nicht? Wie? So was hatte ich überhaupt noch nicht. Da hinten, da drüben. Sind Sie gefallen? Ja, hingefallen hier. Auf die Stelle gefallen. Laut Tochter ist sie hier über den Rollator gestolpert. Und das ist jetzt neu nach dem Sturz? Naja, das ist das ja noch nie gewesen. Ja, nee, bleiben Sie mal ruhig sitzen. Also, das ist schon sehr verwunderlich, dass Sie so laufen können. Also der Oberschenkelhals wird es wahrscheinlich nicht, aber das ist... Aber das ist doch witzig. Wir müssten halt jetzt mal wissen, ob es einen Medikamentenplan gibt, wenn ja, wo der ist, oder wo sind die Medikamente? Ja, eben. Sagen Sie Ihrer Tochter. Überlegen Sie mal, gucken Sie mal, sind wir beide ruhig und entspannt? Sehr. Dann dürfen Sie das auch sein. Ja, ja. Ich bin bloß nervös. Wenn wir leise und hektisch werden, dann müssen Sie Angst bekommen. Aber solange wir ruhig sind... Wie? Kommen Sie aus Berlin? Genau. Na, Berlin haben wir gleich eine Runde, wa? Dann geht es noch besser. Das ist ein komisches Ding. Es beginnt die Suche nach den Medikamenten. Das ist das Medikament, was das Blut verdünnt, was Sie wahrscheinlich fürs Herz nehmen müssen. Ich muss meine Lupe haben, jetzt kann ich gar nichts machen. Können Sie mal kurz schauen, wo die Lupe ist? Nein, das kleine. Sie meinen das Kleine hier, ne? Genau. Dieses kleine weiße Kästchen, was da oben steht. Aber da sage ich Ihnen... Ja. Nee. Bleiben Sie mal bitte sitzen, weil wir wissen nicht, ob das der Knochen ist, der kaputt ist. Und dann können wir vielleicht noch mehr kaputt machen, wenn Sie rumlaufen. Das gucken Sie mal, hier ist die Lupe. Welche Lupe wollen Sie denn haben? Na, die. Hier ist so eine Ente drauf. Ja, die ist die beste. Ja. Das ist ja diese... Ja, sehen Sie mal, hier ist... Das ist auch das Cortison? Ja, da ist nämlich... Warten Sie, ich mache mir nur mal hier den Schnipsel ab, dass ich das fürs Krankenhaus habe. Ja. Okay, also haben wir die drei Medikamente. Gut, jetzt guckt mein Kollege noch kurz nach dem Arztbrief. Habt ihr nicht gefunden? Ja. Steigt man nicht durch. Ach, gut, aber ist auch egal, wenn Sie in Nordhausen waren, dann wissen wir ja, wo Sie waren und dann kann man den Arztbrief anfordern. Wie jung sind Sie? 95. 95 Jahre, Respekt. Da sind Sie älter als der Kollege und ich zusammen. Ja, wir sind zusammen 88. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ja. Bleiben Sie mal sitzen. Die meine weiße Jacke, die da ist. Auch Herzblatt. Sie machen mich ganz wuschig. Ja, ich tue doch. Na, frag mich mal. Ich tue Ihnen doch gar nicht. Doch, Sie sind so aufgeregt. Ja, ich wollte doch nicht ins Krankenhaus. Ja, das wollten wir auch nicht. Ja. Wir wussten nicht, was wir Sie heute noch kennenlernen dürfen. Ja. Ich bin ja ins Bett gegangen sogar. Ja. Und hab gedacht, da hat das Telefon geklingelt. Die sind hier? Nein. Das ist halt so, ne? Ein 30-Jähriger liegt auf dem Boden und weint und sie ist halt knarrhart. Also im Prinzip können wir auch zum Krankenhaus laufen, Mensch. Richtig cool. So schnell, wie sie sind. Nee, die brauchen Sie nicht anziehen, die Jacke. Wir wollen gleich noch Blutdruck messen. Schauen Sie mal. Legen Sie mal die Jacke so auf den Schoß. Kleine Dame, ganz groß. Da hat selbst Chris Mühe, das Kommando zu behalten. Sie in die Hand drin lassen, kann nichts passieren. Ach so, Moment. Ja, das ist der Knubbel. Moment, der Gurt sitzt genau im Knubbel. Nein, nicht der Gurt, das darf nicht schütteln. So ist besser. Ja, meine Beule. Wir machen das anders, wir tragen Sie. Sie wiegen ja nicht so viel. Willst du nach vorne gehen? Ja. Kann ich auch machen. Ja, dann gehe ich nach hinten. Wegen Gewicht. Ich kann doch lieber laufen. Du zählst an. 1, 2, 3. Oh Gott, gucken Sie mal, Sie wiegen ja kaum was. Sind wir schon in der Luft? Ja. Das ist ja unglaublich. Herrlich. Ja, fragen Sie uns mal. 1, 2 und 3. Echte Verwöhnung. Sind Sie schon mal im Rettungswagen mitgefahren oder im Krankenwagen? Ja, aber sowas so mit Ihnen nicht. Noch nicht. Ein Lob um kurz vor Mitternacht gehört sicherlich zu den Sternstunden im Leben eines Rettungssanitäters. Manuel Thomas macht den Job jetzt seit 17 Jahren und immer noch mit voller Hingabe. Ja, man kann es schlecht deuten. Wie gesagt, da guckt irgendwas raus, da ist irgendwas dick. Aber sie läuft halt zu gut dafür. Ne? Sie gibt doch keinen Schmerzenrosat, Jan. Was wenn man drauf drückt, ich würde jetzt gerne mal reingucken, ja. Aber wir lassen uns überraschen, was passiert.
Aber es ist ein Einsatz, der macht Spaß. Und wenn es gleich Mitternacht ist. Das ist natürlich herrlich, ne? Also, dass man so einen Menschen kennenlernt, der eigentlich doppelt so alt ist wie ich. Und die noch so fit im Kopf ist und so eine gute Laune hat. Das ist immer dann so ein bisschen so. Ne? Sie läuft hier durch die Gegend. Wo habe ich jetzt die Versicherung? Ach, hier habe ich noch eine Hand. Sie läuft ja durch die Gegend wie ein junges Reh mit dieser riesen Beule da. Ich kann nicht sagen, was es ist. Also es könnte ein großes Hämatom sein, was sich gebildet hat. Es könnte tatsächlich ein Knochen sein, der kaputt ist, der aber noch stabil steht. Deswegen war es mir so wichtig, dass sie einfach mal so sitzen bleibt. Ja, bei Ihnen. EU-Abreise. Kurz darauf sind sie da. Von nun an haben die Kollegen im Krankenhaus das Vergnügen, die Patientin zu behandeln. Die Feuerwache 7 im Münchner Norden. Gleich wird nicht gelöscht, sondern gerettet. Feuerwache 7, die Drehleiter. Rettung Kleintier, Einsatz ohne Sondersignal. Rettung Kleintier klingt harmlos, wird aber dramatisch. Das Team, bestehend aus Oberbrandinspektor und Brandinspektor, erkundet zunächst die Lage. Das Sorgenkind sitzt tatsächlich in luftiger Höhe. Da kommen wir von hier ganz gut hin. Dann schaue ich, ob ich von hinten rum reinkomme. Ich suche mal die Stelle. So ein Stempenvektor. Da ist der Kollege schon vor unterwegs, danke schön. Okay, bitte. Man hat die Tauben gesehen und hat so eine Luke gefunden. Da sieht man schon, wo der Stoff da ist, am Erdgeschoss. Und da ist rausgeschlupft. Da hilft nur die Leiter und die Geheimwaffe. Sebastian Klostermeier, ein Katzenfänger ohne Berührungsängste. Sebastian, meinst du nicht, dass wir noch ein bisschen weiter nach hinten fahren, weil da eine Lücke in den Zweigen wäre? Weil vorhin saß sie nämlich genau in der Lücke. Da hätten wir von hier gut hingekommen. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Ich sehe sie auch nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt? Da. Wo denn? Ich sehe sie da. Ah ja, doch, jetzt sehe ich es. Die ist in der Lücke. Ist in der Lücke. Katzenrettung kommt jetzt schon ab und zu mal vor, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Es kann sein, dass die Katze einfach verschwindet. Ja? Die Katzen haben meistens Angst vor uns und dann nimmt die ihren natürlichen Weg nach unten. Der Bürger hat natürlich Angst um seine Katze, um sein Haustier. Habt ihr da einen Kescher? Oder? Nein, wir nehmen es jetzt einfach in die Hand. Oh, aber die kratzt. Deswegen haben wir Schutzkleidung an. Jetzt versuchen wir es halt einmal, ob wir es bekommen. Aber ich rechne uns jetzt keine großen Chancen aus. Noch sitzt das Kätzchen in fast 20 Meter Höhe, in der Spitze eines Nadelbaums. Bis zu seiner Rettung ist es noch ein weiter und kratziger Weg. Lauterfahren ist immer schön. Das ist halt dieser große Spielplatz für die erwachsenen Jungs oder für die erwachsenen Jungs und Mädels in dem Fall inzwischen, dass man mit so einem tollen Gerät jetzt ganz entspannt hier arbeiten kann. So, wir sehen schon, jetzt die Katze bekommt es ein bisschen mit der Angst. Jetzt fahren wir mal so vorsichtig wie möglich in die Nähe. Und dann, das wird sich gleich zeigen, einfach wird es nicht für Mensch und Tier. Die Notaufnahme in Koblenz. Es erscheint ein Uniformträger mit 9,5 Fingern. Herr Unteroffizier, kommen Sie gerade rein? So, schönen guten Tag. Moin. Sie dürfen mal Platz nehmen. Der Bundeswehrsoldat hatte Pech im Umgang mit einem Beil. Was führt Sie zu uns? Ein Arbeitsunfall. Das ist der Daumen der linken Hand. Also der Daumen ist komplett abgeschnitten. Ja. Das Stück, hängt das noch dran oder ist das ja, weg? Ja, hängt noch ganz hängt noch dran. Von der gesunden Hand dürfen Sie einmal den Finger hier reinlegen, dann messe ich einmal die Sättigung und den Puls bei Ihnen. Sättigung bei 99, Puls 77. Haben Sie Schmerzen gerade? Bisschen, also solange man es nicht anfasst, ist es in Ordnung. Ja. Der Unfall ist während einer Übung im Gelände passiert, deshalb die Kriegsbemalung. Hallo Herr Solka ist mein Name, ich bin einer der behandelnden Ärzte aus der Notaufnahme. Ich habe eben schon von den Kollegen ein bisschen was gehört. Erzählen Sie mir bitte noch einmal in eigenen Worten, was Sie herführt. Also ich bin bei mir auf der Arbeit, wir hatten jetzt gerade einen Biber gehabt und dann bin ich vom Holzstamm mit dem Beil abgerutscht und dadurch ist das Beil dann in meinen Daumen reingegangen. Alles klar. Das ist dann halt hier bis zu diesem, also bis zum, sagen wir mal, bis zum mittleren Nagel ist dann weg. Also Sie haben schon den Finger verbunden. Ich würde mir das dennoch gerne einmal persönlich angucken. Würden Sie mir den einmal auspacken, bitte, den Finger? Perfekt. Ich decke das mal einmal aus. Vorsicht.
Ist das Gefühl hier im Daumen noch erhalten? Spüren Sie das, ja, wenn ich Sie hier anfasse? Spüren Sie das, wenn ich Sie hier anfasse? Ja. Fühlen Sie das, wenn ich hier anfasse? Nicht mehr so wirklich. Grob. Also grob. Ich weiß, daneben wahrscheinlich, ne? Mhm, alles klar. Sie sehen ja, ne, da ist ein Teil der Fingerkuppe mit ab. Das scheint aber noch so Teil Mitte dran zu hängen. Das bedeutet für uns, wir stellen Sie gleich auf jeden Fall auch dem unfallchirurgischen Kollegen vor. Für mich wichtig noch vorab, Sie sind einfach nur abgerutscht mit dem Beil. Es ist nicht irgendwie was vorangegangen, Ihnen ist nicht schwindelig geworden, Sie waren nicht irgendwie schwummerig, sind deswegen irgendwie ausgerutscht mit dem Beil. Es war ein blöder Unfall. Also da war halt so eine, war ein ganz normales Beil, also ein ganz normaler Schlamm, ja. Der lag dann da und dann waren da so Fransen dran. Alles klar. Und die in diese Fransen wollte ich das Beil reinhauen, damit es dann stabil wäre und dabei ist es dann im meinen Daumen reingegangen. Jetzt gilt es halt quasi bestehendes und überlebendes Gewebe zu retten. Ja, das ist zeitlich, muss man das immer so ein bisschen einsortieren. Ja, Gewebe schafft das nicht lange ohne Blut. Ob und inwieweit da noch quasi Gewebe zu retten ist, das wird gleich der Unfallchirurg näher betrachten. Ja. Allmählich dämmert es dem Soldaten, dass er möglicherweise für eine Weile berufsunfähig sein wird. Das Missgeschick an sich scheint er dagegen recht gut weggesteckt zu haben. Dann kam danach halt erst der Schmerz, also auch so ein bisschen vom Schock her, dass die Pumpe dann halt richtig anfängt loszulegen und so. Aber nach einem kurzen Hinsetzen und so ging das. Und vom Schmerz ist das auch ertragbar. Die Frage ist, was darüber hinaus dann kommen könnte. Und gerade auch, was wird da amputiert, wie viel davon und wie sieht das am Ende dann aus. Das sind dann so die Sorgen.